So, moin Leute und herzlich willkommen auf der Partywiese. Heute fängt das Video mal ein bisschen anders an. Wir sind nämlich schon direkt an der Location. Momentan fahren wir wirklich von Party zu Party, kann man nur sagen. Auch hier muss ich erstmal eine Empfehlung aussprechen an Instagram, weil da habe ich eine komplette Story-Highlight vom letzten Wochenende. Was letztes Wochenende war, das habe ich schon gar nicht mehr gefilmt, weil ich ja nicht will, dass es langweilig wird. 4 Sub 18 wieder im Gepäck. Heute mal die Turbosound IP300 als Top-Teile. Wollte ich mal ausprobieren, weil die haben schönen Abstrahlwinkel. Ist für Outdoor, glaube ich, ganz geil. Und einen sehr klaren Hochton. Das kommt, glaube ich, bei Goa-Musik ganz gut. Hier hinter mir soll der Floor schon entstehen. Und wir sind jetzt wirklich noch komplett in den Anfängen. Also steht noch nichts. So, der Eventzelt, der steht. Jetzt kommt noch das Sternzelt. Bin ich mal gespannt, wie das so aussieht. Ja, wir haben jetzt doch wieder Monocluster-Aufstellung, doch kein Endfire. Ja, da die Turbo-Sounds. Bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert. Toulon haben wir mittig abgeparkt. Ist aber echt geil unter dem Zelt, muss ich sagen. Schön groß, perfekt für Technik und für Deko aufhängen. Ja, jetzt kommt das Sternzelt. Wird auf jeden Fall wieder lustig. Aggregate stehen hier vorne. Haben nicht die Power, die sie haben sollten, aber ich weiß, dass es funktioniert damit. Haben beide 2,6 kW Dauerlast. Da würde ich dann quasi nur die Bässe ranhängen. Da die Tops und ein bisschen Licht verteilen. Oder der macht nur Bass, der macht Tops und Licht. Sollte alles kein Problem sein. Bass können wir dann halt nicht zu 100% ausfahren, aber bei 418ern, glaube ich, ist das auch nicht nötig heute. Ja. So, das Ganze nimmt immer mehr Form an. Ein bisschen Deko haben wir jetzt stehen. Wir können jetzt noch kein Knallgas geben, weil das zweite Aggi müssen wir noch ein bisschen Öl warten. Aber wir haben schon mal Druck. Ist auf jeden Fall auch grenzwertig für die Turbo-Sound. Aber die haben so einen richtig schönen Stereo-Effekt, wenn man hier steht. Das finde ich immer voll geil bei denen. Wir haben wieder alles zugehängt. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das Spandex werde ich mal alles verlinken in der Beschreibung. Ja, da entsteht jetzt sogar gerade die Bar. Das wird wild.
DJ. Effective, kann ich nur empfehlen. Da sind wir auch schon zurück, heute mal mit einem entspannten Voice-Over. Hier auch direkt mal ein paar richtig geile Drohnenaufnahmen. Netterweise zur Verfügung gestellt von DMK-Blickwinkel. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Hat auf jeden Fall ein paar coole Bilder von unserem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Veranstaltung lief auch wieder mal super, kann man nur sagen. Sage ich eigentlich immer, aber Toulon ohne Schäden davon gekommen. Allgemein hat alles überlebt natürlich. War auf jeden Fall erstaunlich, was die Toulon aus diesem kleinen Mist-Aggi rausholt. Wirklich ohne irgendwelche Einbrüche, fast bis zur Leistungsgrenze ran, konnten wir da Druck aufbauen mit den Bässen. War echt nice. Auch die Turbo-Sound haben abgeliefert. Hat für die Personenanzahl waren so später um die 100 Mann, würde ich sagen. Sieht jetzt ein bisschen weniger aus, aber im Dunkeln wurden es dann nochmal mehr. Echt ausgereicht. Man ist vorne wirklich förmlich im Bass mitgeschwommen. Genauso wie man sich das vorstellt. Echt nice. Auch so mit dem Zelt kam richtig so eine kleine Festival-Atmosphäre auf, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall gebockt. So, ich muss jetzt zusehen. Nächste Open Air steht schon wieder an in 2 Tagen. Komm momentan gar nicht mit dem Schneiden hinterher. Also geht's jetzt schon wieder weiter. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.